willkommen zurück bei Witcher. Und es läuft gerade, um es mal feucht auszudrücken, nicht gut. Geralt trifft auch erst, wenn Abigail tot ist. Mann, komm schon. Was ist das denn jetzt? Schaut mal, jetzt. Würdest du mal? Nein, natürlich nicht. So, komm schon. Und das war's. Okay. Was ist das für ein Scheiß, dass wir uns nicht bewegen können? Was ist das? Vor allem jetzt greift. Wie er einfach nicht angreift. Ja, also Abigail können wir nicht retten. Da sehe ich keine Chance. Die stirbt er sofort. Die Begleiter einfach. Wie die hier einfach keine Hilfe sind. Verdammt jetzt! Mann! Schaffen wir nicht. Komm, lade dich auf, danke. Ja, danke, danke, danke. Nein! Verdammt nochmal! Heil uns, Mann! Keine Chance. Das ist ja echt blöd. Das ist echt blöd. Ganz ehrlich. Wollen wir, bevor wir überhaupt das machen können. Der hat noch nicht mal so weit geladen, dass ich mich bewegen kann und das Vieh greift uns schon an. Na, herzlichen Glückwunsch. Kamera, please, ey. Na toll. Komm schon. Ey, Abigail, du bist sowas von überhaupt keine Hilfe. Du bist einfach nur lästig. Du bringst nur Schere rein. Okay. Mal schauen. Wir können uns nicht bewegen.
diese Kamera, ey. Steh auf, ey! Ah, super! Okay. Okay, was ist das? Was ist das denn? Das gibt's doch nicht. Was ist der Scheiß da? Boah, besser gesagt, was macht dieser Hund, dass sich ein Hexer nicht mehr bewegen kann? Was macht der? Ja, greif uns direkt an. Wir haben das Spiel unterbrochen und im selben Moment kam das Ding, dass wir uns nicht mehr bewegen können. Herrlich. Würdest du mal... Mann! Jetzt mach den... Boah, ey. Jetzt ist das scheiße. Da macht der Zauber nicht. Wow, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Das war euer letzter Fehler, dass ihr dieser Hure geholfen habt. Sterbt, verfluchter Mutant. Ich habe genügend Kraft für euch beide. Odo, greift euch die Mistgabel. Jetzt kann ich wieder nicht speichern. Herrlich. Geralt, wenn wir jetzt sterben, ne? Ich glaube, dann kriege ich einen Anfall. Zack. Anders geht's jetzt nicht. Ich hab keine Lust, jetzt nochmal zu sterben hier. Deswegen machen wir es jetzt alles mal ein bisschen vorsichtiger hier. Zack.
Das ist hart. Danke, ey, sie steht wieder. Sie stand wieder. Wow. Freibrief. Die Person, die dieses Dokument vorzeigt, hat das Recht, Wüsima jederzeit zu betreten. Perfekt. Das heißt, wir können jetzt endlich nach Wüsima rein. Was wäre ohne eure Hilfe aus mir geworden, Geralt? Ich bin froh, dass ihr mir glauben konntet. Wer wäre ich denn sonst? Wer wäre ich denn sonst? Habt Dank und lebt wohl. Ja, tschüss. Oh, hier erstmal ein bisschen Gold einsammeln. Jawohl, ja. Ist hier nicht auch noch einer gestorben? Okay, Freunde, meine Güte. Da sind wir. Wir sollen zur Raststätte. Ach ja, genau. Erstmal speichern. So. Mal gucken, ob die noch da ist. Wir hatten die Bestie hatten wir schon mal vorher irgendwann gesehen. Dann ist sie direkt wieder verschwunden. Dann dürften jetzt ja auch keine von den Hunden mehr auftauchen. Ist das Abigail? Jo, wo will sie denn? Wo sie wohl hin will? Egal. Und wir müssen rechts rum. Dann können wir endlich nach Wüsima rein. Hat ja auch lang genug gedauert. Weiß gar nicht, ich glaube im dritten Part oder so sind wir hier angekommen. Dritte oder vierte? Sei noch da. Er speichert schon wieder. Oh, sie ist noch da. Geralt, geht es euch gut? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich bin in Ordnung. Ich erzähle euch alles auf dem Weg nach Wüsima. Hier bin ich fertig. Ich ebenso. Ich hoffe, ich kehre niemals zurück. So viele schlechte Menschen. Das sind wahrlich keine angenehmen Zeiten, Geralt. Die Pest, drohende Kriege. Dennoch bin ich verblüfft. Wisst ihr, wie die Bestie entstanden ist? Nein. Sie selbst schufen sie unwissentlich durch ihre Missetaten. Kein noch so mächtiger Zauberer hätte das vermocht. Alles, was sie dafür brauchten, war Hass, Niedertracht und Gier. Klingt wie ein Märchen. In jedem Märchen steckt ein Körnchen Wahrheit. Lasst uns gehen. Wüsima wartet. Kommt. Und wieder alles zurückklatschen. Juhu. Wartet mal. Ich glaube, ja, da gut. Also wieder einmal alles hier rum. Als ob wir den Weg nicht schon oft genug gegangen wären. Und ich weiß ihn immer noch nicht auswendig. Hihi. Kommst du mit? Ja. Aber eigentlich dürften jetzt keine Hunde mehr auftauchen. Ich hoffe es. Ah!
Ja, hier brennt nur alles. Wieso hat eigentlich... hat die KI immer so eine blöde Geschwindigkeit? Naja. Entschuldigung. Ich meine, laufen die auch nicht die Wege, sondern hier einfach quer durch. Mal schauen, was uns in Wüsemar jetzt erwartet. Wo ist er denn da? Okay, wir können jetzt einfach auf der Straße bleiben. Gut. Mal schauen. So viele schlechte Menschen, ja. Geralt, da gebe ich dir recht. Sehr viele schlechte Menschen. Naja. Wo genau? Okay, das ist in Wüsemar. Ah ne, Moment. Ah genau, wir sollen ja ihm das zeigen. Wo genau? Okay, das ist direkt davor. Müssen wir nach rechts. Hier runter. Kommt ihr mit? Wo ist die? Ah, da ist er. Huch. Wiesima liegt hinter diesem Tor. Hierher kehren wir hoffentlich niemals zurück. Das hoffe ich auch. Die Bestie ist tot. Die Salamandra sind tot. Und die Bauern auch. Ich habe einen Pass. Mikul sollte uns einlassen. Gehen wir. Speichern wir. Erstmal. Geralt, redet mit der Wache. Lasst uns hier verschwinden. Ja, wir sind da schon. Aha. Mikul, ich muss in die Stadt. Ich habe einen Pass. Mikul, ich muss in die Stadt. Ich habe einen Pass. Ich wollte noch sagen, ich entschuldige mich, Hexer. Entschuldigt euch bei Ilsa, Mikul. Endlich kommen wir in die Stadt. Feldwebel, der Hexer ist hier, der, von dem ich euch erzählt habe. Was wird das jetzt? Wen haben wir denn hier, Mikul? Ist das der Mann, den wir suchen? Jawohl, Feldwebel. Das ist die dreckige Missgeburt der Hexer. Ein Gotteslästerer und Betrüger, habe ich recht? Ja, er fragte, wer in die Stadt darf. Und dann kam er mit diesem Freibrief des Ordens daher. Wenn der ein Ritter des Ordens ist, dann bin ich Prinzessin Adda. Hurensohn. Ist das euer Ernst? Hä? Geralt, was hast du vor? Kerk, er hat sich... Okay. Kapitel 2. Na gut. Hey, lasst mich hier raus. Ich bin unschuldig. Diese 5 Pfund Fistech waren für den persönlichen Gebrauch. Hey, Wärter, verlegt mich wenigstens. Ich will nicht bei den Politischen sein. Politik weicht einem das Hirn auf. Ich bin ein anständiger Dieb. Lasst mich raus! Schnauze! Ich bin beschäftigt! Still, Jethro! Wollt ihr mich umbringen? Dieser Dieb nervt mich. Dieb, genau. Und ich bin hier bei den Politischen. Skandalös! Hey, Schnauze! Hört auf zu kreischen! Oder ich poliere euch beim Leben meiner Mutter die Fresse! Absolut großartig.
Was habt ihr denn für ein Problem, Weißling? Wollt ihr den Vizima tanzen? Na kommt schon, nehmt die Fäuste hoch! Im Ernst? Wollen wir dir jetzt einfach aufs Fressbrett hauen? Jethro, öffnet die Zelle. Angst? Weich wie Butter? Kommt schon, Weißling, zeigt, was ihr drauf habt! Zurück. Was zum... Wollt ihr kämpfen oder nicht? Professor, Bewegung. Ihr seid frei. Was zum... Welch eine Ironie. Erneut kreuzen sich unsere Wege. So nah und doch so fern. Keine Angst, Hexer. Wir sehen uns wieder. Das versichere ich euch. Ihr macht einen Fehler. Dieser Mann ist ein Mörder. Ihr begreift die Grundregeln nicht, nach denen diese Welt funktioniert. Ihr seid ein genetisch veränderter Mörder, der in der modernen Gesellschaft keinen Platz hat. Aber um dieses Problem kümmern wir uns nächstes Mal. Lebt wohl. Ich kann's kaum erwarten. Okay, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Wir werden beim nächsten Mal hier weitermachen. Und ich würde erstmal sagen, bis dann und ciao.